zu Ihrer jetzigen Überzeugung als Christ befragt, konnten Sie grundsätzliche Kenntnisse des Christentums nachweisen, worauf dem aber entgegengehalten werden muss, dass in Afghanistan Religionsfreiheit herrscht. Die gesellschaftliche Einstellung gegenüber konvertierten Christen ist zwar ablehnend, aber zu einer Strafverfolgungs- oder Strafmessungspraxis, die speziell gegen Christen diskriminiert. Kommt es in Afghanistan in der Regel schon deshalb nicht, weil Christen sich nicht zu ihrem Glauben offen bekennen. Konversion wird als Akt der Abtrünnigkeit und Verbrechen gegen den Islam gesehen, der mit dem Tod bestraft werden konnte. Die Begründung des Asylbescheids ist inhaltlich rechtswidrig. Berichte anerkannter Quellen zu Afghanistan halten fest, dass die Abkehr vom Islam nach Scharia-Recht und Rechtsprechung strafbewertet ist und Enthauptung als angemessene Strafe für junge Männer angesehen ist. Die Freiheit des Menschen, seine Religion zu wechseln und ihr öffentlich oder privat Ausdruck zu verleihen, ist in Österreich als Menschenrecht verfassungsrechtlich verankert. Eine Verfolgung aufgrund des Glaubens ist sohin eine Verletzung der österreichischen Rechtsordnung und jedenfalls asylrelevant.